seid, wie ihr ist. Ihr seid Terroristen. Und ich sag's euch ehrlich, man wird euch zugrunde richten. Denn der Tone und seine Leute, die dezimieren euch schon. Und die Gerechtigkeit sitzt bald hoch auf den Thron. Denn wirklich, Muslims und Christen sind Brüder. Ja, Muslims und Christen stehen da all oben drüber. Ja, Muslims und Christen sind Brüder. Doch ihr eskapiert es nicht. Denn Muslims und Christen kritisieren euch längst. Und ich sag's euch jetzt ganz schlicht. Ja, Muslims und Christen, wir Brüder dezimieren euch schon. Und ihr fliegt bald runter, runter von eurem Thron. Land für Land verliert ihr schon lange. Euch sage ich ehrlich, euch wird bald Angst und Bange. Denn ihr werdet alle sterben. Und soweit ist, werdet ihr erst merken. Denn Muslims und Christen stehen gegen euch im Krieg. Und überall ehrlich steht bei uns Sieg für Sieg. Ja, ihr habt auch schon viele Deutsche getötet. So werdet ihr jetzt die Deutschen gegen euch mehr, auch wenn ihr es nicht möget. So auch unsere Brüder im Irak kämpfen gegen euch Sieg für Sieg. Bald habt ihr nichts mehr zu sagen und aus ist mit eurem Krieg. Und unsere Leute in Syrien kämpfen gegen euch Sieg für Sieg. Ja, Muslims und Christen, wir haben uns alle lieb. Ja, ihr seid die IS, ihr seid Terroristen. Und ich sag's euch ehrlich, man wird euch zugrunde richten. Denn der Tone und seine Leute, die dezimieren euch schon. Und die Gerechtigkeit sitzt bald hoch auf dem Thron. Denn wirklich, Muslims und Christen sind Brüder. Ja, Muslims und Christen stehen da all oben drüber. Ja, Muslims und Christen, wir werden euch alle töten. Wenn wir dann im Kot ihr blöden. Denn die 10 Geboten gelten bei Muslims und Christen. Ja, Muslims und Christen werden euch zu Tode richten. Denn ihr IS, islamischer Staat, wollt zum Tode verurteilt, jetzt grad. Das Urteil wurde gesprochen, es sagen die 10 Gebote. Sie stehen im Koran und Bibel, Note für Note. Ja, die 5 Bücher Mose wurden im Koran und Bibel gesetzt. Es ist der pure Wahrheit, auch wenn es euch jetzt verletzt. Ja, wer Muslims und Christen, wer sind hier alle Brüder? Und mit diesen Zeilen bringe ich euch jetzt rüber. Also ihr IS, ihr werdet alle sterben. Und niemand von euch, euren Verwandten, wird von euch was erben. Ja, die Todesstrafe gibt für euch IS jetzt alle. Denn ihr lauft uns Muslims und Christen alle in die Falle. Ihr seid die IS, ihr seid Terroristen. Und ich sag's euch ehrlich, man wird euch zugrunde richten. Denn der Tone und seine Leute, die dezimieren euch schon. Und die Gerechtigkeit sitzt bald hoch auf dem Thron. Denn wirklich, Muslims und Christen sind Brüder. Ja, Muslims und Christen stehen da all oben drüber.